Snackbite. Im letzten Clip habe ich bei einer Sache, hätte ich das besser ausdrücken sollen, aber falsch war es auch nicht gesagt, dann schon richtig geklärt, aber jetzt besser formulieren sollen. In China gibt es eine deutsche Ortschaft, das ist der Hafen Tsingtao, ja. Und es kommt von der Koloniezeit, die Kolonie gibt es natürlich nicht mehr. Aber den Kolonieort haben sie nicht kaputt gemacht, den haben sie, der ist so erhalten geblieben wie früher. Und Tsingtao gehört natürlich Volksrepublik China. Und die Vögel fliegen draußen umeinander. Und gehört der Volksrepublik China. Und da gibt es deutsche katholische Kirchen und das ist ein Ort als so wie so eine alte deutsche Stadt bei uns, zum Beispiel im Schwäbischen. Und da leben die Chinesen und viele deutsche Handwerker friedlich miteinander und leben miteinander, und das wollte ich sagen. In der Koloniezeit haben die Deutschen den Chinesen das Bierbrauen beigebracht und haben das Tsingtao-Bier gemacht. Das Besondere am Tsingtao-Bier wird mit Reis angereichert und deswegen hat es so einen süßlichen Geschmack. Ich finde das Tsingtao-Bier super. Ich habe da, ja. Und wie schon gesagt, das geht halt nur miteinander, das Leben, und ich bin Chinesisch-Deutscher und ich bin stolz auf beide Kulturen, und das wollte ich halt nochmal genau formulieren. Ja. Tsingtao, der deutsche Order vom chinesischen Boden, gehört natürlich dem chinesischen Volk, ja. Und da leben auch viele Deutsche mit also da leben auch einige Deutsche mit Chinesen in Eintracht, also zusammen, ja, also in einer Gemeinschaft. Ja. Und ja, ich hab gedacht, das sollte ich noch besser formulieren oder genau sagen. Und das habe ich jetzt auch damit. Wenn ich schön nicht so verdappt wäre, dann könnte man die Vögel draußen filmen. Aber können wir ja mal anders mal machen. Das ist nochmal zum. Was kann ich nochmal erzählen? Ja, da gab es auch andere Kolonien, die sind ganz widrig und unmenschlich mit den chinesischen Leuten umgegangen. Ja. Und die deutsche Nation, oder als sie die Kolonie in China gemacht haben, sind die mit den Chinesen ganz menschlich umgegangen. Ja. Ja, gleich und gleich versteht sich gut. Ja. Also das war jetzt 2014, es gab ja nochmal eine deutsche Kolonie in China, es war in Shanghai. Und als 2014 in Shanghai war, dann natürlich frage ich mich die Betreffenden, der war ein ganz alter Mann, der zu mir gesagt hat, da war ein neues kleines Kind, hat geklickt, dass er eigentlich in der deutschen Kolonie war. Weil ein paar Kilometer weiter ist eine japanische Kolonie gekommen. Und die haben dann in der Ortschaft dann die ganze Chinesen abgeschlachtet. Und da draußen ist Leber. Ja. Und da hat er gefragt, als er in der deutschen Kolonie war, die sind mit denen ganz menschlich umgegangen. Dabei eine Kolonie nie was Gutes ist, oder auch von sie aus gesagt. Ja. Und ja, gut, Mao war die große Befreiung. Und da haben sie alle Kolonien zerstört, bis auf die deutsche Kolonie. Das haben sie respektiert. Die haben sie erhalten, sind erhalten geblieben. Und ja, also der Kolonieort ist klar noch da, auch wenn es keine Kolonie mehr gibt, so ist die beste Ausdruckform dafür. Ja. Und da leben halt die Chinesen und die Deutschen und schaffen da, also jetzt zum Beispiel Tsingtao und so weiter. Ja. Also, ich wünsche euch was, Zeit sind, liebe Freunde. Ja. Also, als kleine Ergänzung zum letzten Clip. Ja. Bis die Tage, Freunde, ja, und was könnte man noch sagen, ja. Also das könnte man noch ergänzen oder als hinzufügen, ja. Und da haben sich mein Urgroßvater, meine Urgroßoma sich kennengelernt, meine Urgroßoma war Deutsche, mein Urgroßvater war Chinese und haben sich in einer deutschen Kolonie in Shanghai kennengelernt. Ja. Das ist auch noch erwähnenswert. Ja. Jeder der Vorgeschichte, und viele haben auch dann Verwandte, die aus anderen Ländern kommen. Ja. Und natürlich habe ich einen Ursprung, der ist inländisch, und
Immigrationshintergrund habe ich auch. Ja.